Herzlich willkommen zum vorletzten Rennen der Saison. Grüne Reifen sind am Start und das ist mal sowas von aus dem Nichts, denn es stand im Qualify nicht auf der Wetteranzeige. Also, direkt ein wenig Verwirrung zu Beginn. Max, Felix und ich natürlich dabei. Max schon der Champion. Ich bisher Platz 2, Felix bisher Platz 3. Startet mit einer 5 Plätze Gridstrafe ins Rennen und jetzt kommt's schon drauf an. Ja, viel Glück, viel Jungs. Glück, aufpassen. Strecke ist bestimmt rutschig. Oh, das wird eine Umgewöhnung sein, ey, alter Schwede. Alter, Hamilton ist schon rechts. Oh man, wir hatten so viel Glück mit dem Wetter in dieser Saison und jetzt Alter. In den letzten Rennen regnet es nur noch. Vielleicht wird es ja wieder trocken. Mal gucken. Ocon, komm doch ran jetzt! Unerlaubt überholt. Ja, aber es war keine gelbe Flagge. Verbremst und dann gegen Vettel gefahren. Alter! Aber der zieht auch gnadenlos vorbei. War natürlich mein Fehler, aber er hätte auch ausweichen können, so ein bisschen. Das ist ungewohnt, alter Schwede, ey. Man, so schön trocken gefahren. Aber das war gestern. Mal gucken, ob es vielleicht dann aufhört, aber es regnet ja noch recht aktiv. Aktiv. Ah, die Wolken sind auch nicht dicht. Also nicht so nee. Ganz. Schwierig. Aber es sind auch nicht beste Intermediate-Bedingungen, also man kann noch, wenn es trockener wird, besser fahren. Also ich bin ehrlich gesagt, könnte das ein Mexiko-Rennen werden, wo wir uns auch unsicher ja. waren. Boah, ey. Nein, jetzt bin ich aufs Gras gekommen. Boah. Wie viel da bist du da? Hier. Hier, okay. Naja, Ding ist, war das Hamilton, der ist ja super gestartet und Vettel, na gut, da war ich dann. Bisschen komisch. Ja, bis jetzt kommen sie ganz gut mit die CPU. Ja, Bottas ist auch an mir dran. Ich bin auf 10. Ah, das ist doch schon mal was. Halt die Fresse. Ja, warum? Du bist auf 12 oder so gestartet, oder? Ja, ja, dann kriegst du noch. Ich schieß euch da vorne jetzt ab, Alter. Wir warten. Denk dran, das Benzin ist wieder für Trockenrunden eingeplant, ne? Das geht schneller runter. Jetzt schon weniger. Fühlt sich so komisch an einfach. Ich habe auch keine vernünftige Linie hier, also ich komme halt nicht ran. Michael. Grüß dich. Grüß dich. Wetterbericht. Hagelschauer. Tut uns leid, aber diese Information können wir dir leider gar nicht geben. Aber da siehst du mal, dass das Spiel richtig verbuggt ist, weißt du? Da wird uns vorher gesagt, ja, renn noch. Naja, das kann ja, vielleicht haben die eine gewisse Chance eingestellt, dass es doch regnet, obwohl es da nicht steht, weil in echt kann ja auch sein, dass so, also das Wetter ist ja jetzt halt auch nicht hundertprozentig voraussagbar, ne? Das stimmt. Doch. Wetterexperte Felix. Heute regnet es wird Sommer. Runde. Haha. Haha. Das hier rauskommt, Schnaps, Alter. Fast Winter. Ach, ich komme langsam an Ocon wieder ran. Ich komme in gar keinen ran. Max ist Erster, welcher Platz bist du, Didi? Buh.
Ist so, ich würde dir sogar helfen und mir den Hamilton treiben. Der ist aktiviert. Ja, halt's Maul. Ohne Spaß jetzt. Ich zisch jetzt erstmal an Ocon mit DRS ja, vorbei. So. Ich hab mein Auto selber, ich hab mein Auto gehackt, Alter. Achso? So wie Verstappen, auf einmal kriegt er 1000 PS mehr, oder was? Mhm. Ja, es waren 150, aber okay. 1000 PS mehr! 2000 PS auf einmal, oder? Didi, was wärst du für Zeit? 1,24,3. Ja. Du? 23,2. Schnellste. Ich hab eine Assi-Linie. Und verliere jetzt viele Plätze. Platz 6. Hast du gemacht? Ist rausgekommen. War dumm. Okay, ich hoffe wieder, dass es trocken wird. In Mexiko bin ich dann auch nochmal rangekommen. Trocken wäre das hier richtig gut. Das ist schön. Hier hat sich so eine richtige Dreiergruppe gebildet. Oh, Didi! Als wenn ich Damage hätte. Und Kürze trocken. Ja, so sieht's auch aus irgendwie, aber es kann erstmal aufhören zu regnen, weil so ein bisschen tröpfelt's noch nach. Ja. Es ist auch nicht so, dass du schlagartig irgendwie schneller fährst gerade. Ja. Es bleibt irgendwie gleich. Ja, so ein kleiner Boost Gierig. Muss vorher noch kommen, ne? Oh, die Sonne kommt schon. Ja. In der ersten Kurve stehe ich jedes Mal quer. Ja, das mache ich dir mal schnell nach. War ich schon den Heinz Harald hier, der geiert noch auf ein paar Punkte. Der ist stark unterwegs. Sag nicht so viel, Leute. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 6,4. Oh, ich komm so weit raus! Konzentriert sich auf die WM, würde ich gerade sagen. Oh Gott, Didi, ey. Wer ist denn vorne? Niki gerade. Okay. Wieder. Ich schleiche hier aber auch rum, das ist nicht schön. Ich will schon Mexiko mit Regen nicht klar gekommen. Boah, ey. Wieder quer. Ich schon wieder hier. Oh. Nein, ich hab Randstein! Oh, Alter. Was? Ich hab Randstein. Im Kofferraum oder was? Nicht wieder auf dem Randstein. Felix, was ist denn deine Schnellrunde? 1,23,4. Alter, auch eine Sekunde schneller als ich. Ich hab die ganze Zeit freie Fahrt und krieg das nicht hin. Weiß nicht, ob ich das so gut finde, Jeff. Ich bin das so gerade schlecht einzuschätzen, ob ich jetzt gerade gut oder schlecht fahre. Im Vergleich, sage ich mal, zu anderen Fahrern würde ich jetzt, sagen wir mal, Dave oder so vergleichen. Und deren Truppe. Naja. Weil die CPU halt das mithält. Unterliegen. Ich meine auch auf der schwierigsten Stufe. Okay, krass. Glaube ich. Okay, so wie es aussieht, trocknen die Pfützen jetzt. Im Moment fahren wir definitiv noch die richtigen Reifen. Aber Slick-Bedingungen werden sich bald einstellen.
Ja gut, die spielen natürlich auch mit Setup und Lenkrad und so weiter, ne? Und ohne alle Hilfen dazu. Ne, das sind Controller-Noobs. Okay, Jeff. Erzählt mir was über das Benzin und hört aus dem Nichts wieder auf damit. Hast du gemerkt, dass du das sparen kannst, ne? Ich will eine trockene Strecke und dann wird hier rumgepusht, Alter. So wie so ein BH bei einer Frau, ey. Nächste Runde rein. Auf welche Reifen? Das weiß ich nicht, finde ich schwierig zu sagen. Ich hoffe, die stoppen jetzt auf grün und dann wird's trocken. Glaube ich nicht. Wird ja jetzt schon trocken. Ach, so eine rutschige Strecke, ich weiß nicht, ob ich mir das mit Slicks zutraue. Ich schau erstmal, was die Zwischenzeit sagt. Halbe Sekunde langsamer. Aber guck mal, es tröpfelt gar nicht mehr. Safe die nächsten zwei Runden. Na, ich würde jetzt schon fast sagen, es wird auch schon blauer. Felix, wann willst du? Weiß ich nicht. Mal gucken, wann Jeff mir Bescheid gibt. Sonst würde ich nächste. Ja. Dann kannst du dir überlegen, ob jetzt oder übernächste. Also ich gehe nächste. Ich fahre jetzt noch ein und dann... Muss man bei der Boxeneinfahrt abbremsen? Nein, kannst du durchballern. Also jetzt ist natürlich nicht zu weit rechts fahren. Hat CPU auch noch nicht in der Box. Ich finde, das ist jetzt so, das Spiel hat jetzt gesagt bekommen, hier mach mal trocken. Es tröpfelt nicht mehr, nichts mehr auf der Scheibe und die Wolken werden blauer. Also, verziehen sich. Der Himmel wird blau. Der Himmel wird blau. Da gibt es so ein Lied, oder? Guck, der Himmel ist blau. Ja, genau. Machen das fahren wir. Ja, ich gehe jetzt in die Box. Also, der sagt mir zwar noch nichts, aber... Ich werde es jetzt auch riskieren. Wenn ich, wenn ich das allerdings verkacke, dann hat Felix im letzten Rennen gute Chancen auf Platz 2 in der Gesamtwertung. Ja, die wechseln alle auf trocken. Hohoho! Hab ich Glück. Oh, Heinz Harald fährt weiter. Ich muss! Sonst würde ich ja stehen, sonst würde ich ja übelst viel Zeit. Ich muss warten, weil, ey, ich habe auch wieder eine Sekunde länger gebraucht, weil hier der, was ist das? Grosjean oder sowas. Die CPU wechselt auf Intermediates, ne? Die haben nicht auf Trocken gewechselt. Das könnte unser Glück sein oder unser Pech. Erster Sektor ist noch ganz schön nass bestimmt. Der ist aktiviert. Der ist perfekt, aktiviert. Perfekt, die sind auf Grün gewechselt. War Hamilton auch dabei? Ja. Nice. Fette auch. GG Felix, dann haben wir das Podium eigentlich sicher. Ich glaube, ich sehe es nicht genau, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass Vettel auf Rot gewechselt hat. Ah, Perez. Es fährt sich schon. Perez. Ich finde, es fährt sich schon echt gut auf Trockenreifen. Ja. Geht auf jeden Fall klar. Ne, die haben beide auf Intermediates gewechselt. Nice, dann sind die weg. Dann kann das Podium feststehen, Felix. Einfach nur Platz halten. Weil hier dieser Mittelsektor, der fühlt sich noch ganz schön schwammig an. Ja, stimmt. Alter, da hätte ich fast mir was abgefahren da. War dann zum Glück wurde ich übernommen. Ja, das war dumm von mir. Also Raikön ist auch auf Rot.
Der war halt noch nicht in der Box. Alter Schwede. Ich muss warten! Aber wie lange? Ey, das ist Witz! Ich hab Van Dorn gerade die Ideallinie geschnitten, weil ich es nicht abwarten konnte und zu ungeduldig war und hätte mich damit fast selbst aus dem Rennen genommen. Hier ist jetzt alles durcheinander. Ocon mit Intermediates, danach Bottas mit Supersoft. Pass auf die erste Kurve auf mit Slicks. Alter Schwede. Fuck, das ist ja jetzt schon Fünfter, nice. Davor, die müssen ja noch, oder? Ein paar. Ocon, auf jeden Fall. Eigentlich nur noch einer. Also Hamilton ist schon gar nicht mehr hier, ist der direkt nochmal gegangen? Der ist bestimmt nochmal gegangen, schon Raikön, ja. Ist schon auf Rot. Ja, die sind alle weg von mir. Ich hoffe, gerade mal gucken, wo der Raikön ist. Okay, die sind in einem Pulk, aber noch ziemlich weit vorne. Dazu habe ich ehrlich gesagt zu wenig Benzin, glaube ich. Na, Raikön kämpft jetzt gegen Bottas. Also Felix, wenn du nach vorne noch kämpfen willst, sagst Bescheid. Also meint er, wird es in Abu Dhabi regnen? Ey, bitte nicht. Das wäre schon traurig, glaube ich. Also weiter nach vorne schaffen wir nicht, oder was? Ich habe zu wenig Benzin, ich würde gerne fett fahren, dann würde ich es mir zutrauen, so nicht. Bei 6 Runden konstant gut fahren. Drin ist es. Aber wenn ich blockiere, sagst du Bescheid. Das ist auch scheiße. Ne, ich habe aber auch kein Benzin mehr. Ich hatte plus 3 Runden mit, aber das hat mir alles im Nassen, hat genau, mir alles weggenommen. Bei mir genauso. Ich hatte auch genau plus 3 mit. Weil wir sind diese Runde schon näher rangekommen. Eben waren die noch weiter vor auf der Geraden. Also Felix, ist es machbar. Pushen wir uns hier eben. Ja, die kämpfen gegeneinander davor. Die Red Bull sichern sich jetzt hier die Teamwertung. Alter, Felix spielt auch die ganze Zeit hier mit seinen Holzklötzchen im Hintergrund. Ja. Klick, klick. Boah, es wird genauso wie Mexiko sein, glaube ich. Das Vettel war ja relativ weit hinten. Und ich halt als erstes und er hat dann halt immer noch die besseren Bedingungen am Ende. Na, Hamilton ist schon hinter mir. Lol. Na gut, der war ja vorne, ne? Hauptsache, der hat nicht noch genug Benzin. Ja, schöne Gruppen sind hier auf der... Mega verteilt, auf dem Circuit auch unterwegs. Ja. Hier, guck mal, Raikön und Bottas, dann ihr zwei. Da hinten Hamilton und noch eine Zweiergruppe. Danach ist eh alles verteilt. Schon Überrundungen? Einer, Eriksen. Der ist aus der Box gekommen. Also sind Bottas und Raikön echt auf Gelb auf Rot gewechselt, ne? Ja, weil die eine Runde später gegangen sind. Hat sich einer abgesetzt oder sind die so nah aneinander, dass das aussieht wie ein... Nee, Punkt? Die sind komplett nah aneinander. Aber hier kommt nochmal Regen, ne? Ne, erste Sektor ist noch ein bisschen nass. Ich weiß nicht, ob die Runden reichen. Also, wir müssen größere Sprünge machen. Ja, ich find's krass, wie schnell die Strecke abtrocknet. Ja. Was fahrt ihr denn? 1,15. 1,16. Okay. Na, ich bin 1,15,2 im Gefahren. Also, ich darf ihn jetzt nicht abblinken lassen. Ach, die machst du gut auf dem vierten, ne? Da vorne sind sie. Felix, die kriegen wir. Ja, so schon. Schon den Angstschrei.
Ich glaube, ich muss aber mit Standard durchfahren. Dann komme ich auf plus minus null. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,9 Sekunden. 3,9 Sekunden auf den vor mir. Das wird schwierig. Hat mir Jeff gerade nützlicherweise random durchgesagt. Man muss hoffen, dass die sich die ganze Zeit behindern. Die können wir schön Kampf machen. Aber ich habe jetzt auch das Gefühl, dass ich besser mit der Strecke klarkomme. Schon die Sonne raus. Ich weiß nicht, ob ich was gut gemacht habe. Eben waren die auch an der Stelle hier. Und eine Schnitze nach der anderen. Na gut, das liegt aber an der Strecke. Strecke. Ne, die dicht, Lau, die kriegen wir nicht. Aber jetzt übelst du dir wieder Abstand aufgebaut. Verbremst dich doch mal. Ne, die da vorne. Sieht's denn dann zwischen euch aus mit den Punkten? Ist das dann schon safe? Was kriegt denn? Kriegt denn zwischen 4 und 5? Naja, muss ich als erster machen. Ne, noch nicht mal dann schaffe ich das. Ne, dann ist es glaube ich jetzt auch. Didi hätte jetzt irgendwie ausscheiden oder keine Punkte kriegen müssen. Okay. Waren es nicht 20 oder 30? Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob das. Ja, um die 30. Na 30, dann bedeutet das, die sicher durch ist. Jetzt sind die da ein Dreierpulk. Jetzt können sie sich nochmal behindern, letzten zwei Runden. Na, Eriksson ist da. Ja, bitte Eriksson, komm, lass die nicht vorbei. Mach irgendeinen Drecksmove. Safety Car. Nee, die sind schon vorbei. Ach, scheiße. Oh, jetzt wäre langsam Hüpfen. Ah, ist okay. Der hat wohl den Motor schon. Oh nein. Oh. Ja. Wo denn? Alter, da habe ich zu viel eingelenkt. Was und war das richtig denn? Übers Gras. Ja? Ja! Ich bin Dritter! Ich bin Dritter! What the fuck? LOL! Was? Nein, LOL! Die sind alle in einer Reihe gefahren! Was ein Bug? Ja, weil der Hülkenberg hat einen Motorschaden. Was ein ja, Bug? Und fährt auf Ideallinie. Ich hätte mich fast kaputt gefahren. Aber, Alter, Felix, schwierig. Ich bin außen gefahren. Ich dachte, ich sterbe. Ja, ich bin auch außen. Ey, da habt ihr aber auch Dusel gehabt. Oder? Ich dachte, wir chillen hier eine Runde. Und dann fängt Felix an zu schreien, die fahren in einer Reihe. Nee, ich hab nur auf die Map dann geguckt, als Felix das gesagt hat. Ich sehe nur so einen blauen Fleck. Ja, jetzt gelbe Flagge. Das ist ja wieder richtig low, Alter. Das ist CPU. Aber hier Felix von der Reihenfolge, also gut, du kriegst jetzt vielleicht 2-3 Punkte mehr als ich, aber ich meine, wir wären ja sowieso hintereinander gewesen. Aber ja. Das Geile ist, Hamilton ist nicht mitgekommen, das heißt, wir haben dann wirklich das Podium sicher. Geh gern Max zum nächsten Läuft. Sieg. Ich weiß nicht, der wievielte das ist in der Saison, aber ich mach bald wieder die Statistiken, da sehen wir das. Und
Ihr beiden hintereinander, sauber. Wie geil! Leute, hier ist immer noch gelbe Flagge. Ja, der steht genau da. Pass auf, der steht direkt rechts. Ja. Nice, GG. Nice. Wer war auch nicht drin? Alter, wie geil. Das war die vorletzte Runde. Stehen wir alle in einer Reihe. Was ein Fail. Wahnsinn. Oh mein Gott, ey. Und da sind sie schon. Ja, Dreierpodium hier nochmal im vorletzten Rennen. Williams hat eine sehr lange Form. Sehr geil. Ich drück mal weiter. Und da ist es immer. Ja, ich auch. Jo, Bottas, Hamilton, Vettel, Perez, Räikkönen. Das gibt's ja gar nicht mit Eriksen. Plus eine Runde Hülkenberg, DNF. Ja, ist voll Hülkenberg. Aber Felix, würde ich sagen, ist hier Fahrer des Grids auf jeden Fall. Von 12 auf 2, also... ja, muss man das mal schaffen. So, und jetzt auf die Gesamtwertung. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt müssten ja Platz 1, 2 und 3 eigentlich sicher sein, oder? Eigentlich ja. Na, eins sowieso. Bei uns könnte es interessant werden, wie viel Punkte Unterschied das jetzt bei dir zu mir waren. 18 zu 15, ne? Ja. Ne, ist durch. Ja, das Ding ist durch, Jungs. Und für Felix ja, auch, durch. Also, GZ ans Podium. ja, 365, das ganze Jahr für Max, pro Tag ein Punkt. Aber wir haben natürlich noch ein Rennwochen. Was? Das ganze Jahr ein Punkt, 365. Ja, wir haben natürlich noch ein Rennwochenende, ne? Hoffentlich sehen wir uns wieder in Abu Dhabi. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss. Ciao.